Ja, ich singe ein bisschen. Hi meine Freunde, ich bin's wieder, euer Noma. Willkommen zu DuckTales. Einfach wenn ich das Lied höre, da muss ich mit summen, mit pfeifen, mit singen. Weil das erinnert mich an meine Kindheit. DuckTales, das habe ich sehr gerne geguckt. Und auch, ich weiß nicht mehr wie es hieß, wo die drei Tick, Trick und Track in der Pubertät sind und bei Onkel Donald leben. Das ist auch sehr cool. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier rein und gucken, was uns erwartet. Oder eher gesagt, erstmal bei der Einstellung, Pogo, schwer. Aber ich muss sagen, ich habe das Original noch nie gespielt. Ich habe nur gehört, es kommt jetzt wieder eine neue Version raus. Da dachte ich, da gucken wir mal. Okay. Da würde ich aber sagen, da starten wir. Und natürlich ist das ein Remake oder Remaster. Ist von einem Klassiker, der früher mal auf dem Super Nintendo, nicht Super Nintendo, auf den NES, also Nintendo. So, dann würde ich sagen, dann guckt ihr euch das erstmal an. Ich will ja nicht immer so zu viel da reinreden. Wenn jetzt ein bisschen was kommt. Cuss me, Hiltz. Me money bin alarm. Quick, Duckworth, get the limo. I shall get her in gear, sir. Hurry, Duckworth, hurry! The pedal is to the metal, Mr. McDuck. Ugh, not the Beagle Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Und da sind wir schon hier. Mal gucken, was haben wir hier, die Knöpfe. Ah, okay. Ja, ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen, weil ich hab's noch nie gespielt. Ich muss halt leider zugeben. Okay. Ah, cool. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ah, okay. Ja, weil ich habe das noch nie gespielt, das ist jetzt das allererste Mal. Oh. Und natürlich, Dagobert ist eine geldgeile Ente. Die reichste Ente, die es gibt. Und wir müssen für ihn auch noch Geld sammeln und Smaragde, Diamante, alles was es gibt. Uncle Scrooge! Uncle Scrooge up here! Oh, Huey! Are you alright, my boy? Yeah, but you better watch out! The Beagle Boys messed with your security system! Yeah, we've taken over the whole place! Yeah! Money. Hey, don't forget about me, Uncle Scrooge. Eh? Oh, don't worry, lad, I'll save you. Nee, das ist ja eine Sache hier. Was für eine Alarmanlage? Nee. Das nächste Mal muss ich die machen. Now that's what I call a stomach ache. You were hit on the head, you moronic marauder. Thanks, Uncle Scrooge. You're welcome, lad. But Huey, what are you doing here? Well, we saw the Beagle Boys going into the money bin. We? Sure. Louie and Dewey are here, too. You better hurry, Uncle Scrooge. We might be in trouble. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, wir kennen Dagobert unter Dagobert. Aber im Englischen sagt man Scrooge. Und Tick, Trick und Track, die heißen auch anders. Die heißen irgendwie Lou, Louie und sowas. Habe ich gerade nicht richtig mitbekommen.
Moment. Ist noch ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Aber ich versuche mein Bestes. Okay. Da war wohl nix. Ja, wir müssen hier alles durchsuchen. Weil hier gibt es bestimmt überall Verstecke. So viel habe ich schon mitbekommen. Oh. Oh, nein, nicht fallen, nicht fallen. So, immer schön gucken, überall, es kann immer was geben. Boah, das ist aber bis... Ja, da muss man ein bisschen üben. Wenn man das noch nie gespielt hat, dass man, wenn man springt, direkt in den Pogo-Sprung reinkommt. Bewege den Gegenstand. Okay. Ah, so geht das. Pfeiltaste gedrückt halten oder den Stick halt. Ach. Kann mir nicht angehen, da werde ich schon getroffen. Schon wieder! Aber ich hoffe, ihr seid nicht so nachtragend, weil ich hab das noch nie gespielt. Aber wir wollen es natürlich machen, weil ich dachte, das macht Spaß. Get away from him, you gluttonous goon! Sorry, Scroogey. Not a chance. Und eine ganz coole Sache ist auch, hier gibt es die Originalstimmen. Ah, okay. Also erstmal so. Oh, Big Tasty. Och, hat er mitgenommen. You saved me, Uncle Scrooge! I did. Are you hurt, lad? Nah, I'm fine. But I saw Louie heading up the stairs with about 1,000 Beagle Boys right behind him. Stay here. I'll handle this. Ich wollte noch was gesagt haben. Das Coole hier dran ist auch die Originalstimmen, also aus dem Englischen, wurden benutzt aus dem Comic. Was eigentlich eine recht coole Sache ist. Und ich will gar nicht wissen, wie viel das gekostet hat. Und da für das Spiel nur 15 Euro kostet circa auf allen Plattformen, das ist schon cool. Also das ist, würde ich sagen, schon sehr teuer, was die investiert haben dafür, aber wenn es so viel Spaß macht für uns, das zu machen. Gibt hier nichts mehr? Okay. Und ich habe erfahren, dass es in jedem Level noch ein Bonusherz gibt. Ah, Mist. Ja, hat trotzdem geklappt. So. Oh, Eis. Ei. Oh, ganz leicht. Ach, ich habe auch gemerkt, es gibt eine Karte. Aber warum zeigt er nach unten? Also warum gibt es den Weg nach unten? Dürfen wir da rein? Ich riskiere es mal besser nicht. Uiuiui. Hey, ich hab den fast kaputt gemacht. Ja, aber auch nur fast. Hallo, was ist los hier? Nein! Uiuiui. Hurry up, Scrooge! They're headed for your office! Hold on, lad!
I'll have you free in a jiffy. Not so fast, McDuff. We're running things around here now. Cuss me, kilt. One false move and I'm a roast duck. Please be a Scrooge. It's not worth it. Nonsense, my boy. Ach nee, wir müssen hier unten oben. Ach, die sehe ich schön. Hey, when I get the gold, I'm gonna buy Ma a new hat. Der war nicht fair. Aber wir haben sie getroffen. Und das nächste Mal baue ich die Alarmanlage. Weil ich arbeite in so einem Gewerbe. Ich mache Sicherheitstechnik. Ist das der gleiche, der gerade die kaputt gemacht hat? Aber da unten. Haben wir hier auch noch was? Nee, haben wir nicht. Aber das da unten, das sieht irgendwie so verlockend aus. X? Wo ist denn X da? Ach so! Ah, okay, da kann man es groß angucken, ja. Cool. Aber hier muss ja irgendwo noch was sein. Da ein Kuchen, ein Küchlein. So, jetzt sind wir im Tresor. Step away from me, fortune, you crook. Not this time, McDuck. Oh, you ain't getting the drop on this big old boy. I didn't get to be number one by back and doom. Ach, ich darf nur nicht mal da dran kommen. Ich dachte, ich kann wenigstens da drauf gehen. Aber nicht fair. Oh oh. Ach, schon wieder von unten. Ja, ich dachte, ich kann das auch. Ich darf da drauf, aber nee. Hey! Nee! Ah, okay. So, darf uns nicht nochmal passieren? Ach komm. Und Schuss! Yeah. Und nochmal, yippee-yay-yay, Schweinebacke. Komm, Karlchen. Ey, Karlchen, das ist nicht fair. Und da haben wir Karlchen. Curse you, McDuck! This ain't the last you'll see of me! Good riddance to bad beagles, I say. Now, why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable... Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys! Boys! What did you find, Uncle Scrooge? Yeah, what is it? I'm not sure, but I know how to find it out. I'll feed it into my supercomputer and use Gyro's new crypto analysis program. Then we'll know what the Beagle Boys were after. Stand back, lads. Brigadoon! What is it, Uncle Scrooge? It's a treasure map, lads. And no ordinary treasure by the look of things. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look! One of the treasures is in the middle of the Amazon. And there's another one in Transylvania. And one buried 10 miles underground. Hey, wait a minute. Something's screwy. This last treasure can't be right. Yeah, there's no mountain on Earth that's that high.
Well, according to the Junior Woodchuck's guidebook, to get there we'd have to take about 537 million steps straight up till we reach the moon. You mean the moon, moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? That treasure's no going to discover itself. Oh, das war ja sehr interessant. Also hier haben wir nochmal 5 Level. Und ich würde sagen, in jedem Part machen wir ein Level hier. Und das werden dann noch 5 Parts sein. Plus diesen und noch einen hinten dran. Mal sehen, weil ich habe noch was vor. Da machen wir 7 Parts. Wir gucken erstmal hier, was wir noch haben. Charaktere, okay, wir könnten jetzt hier ein paar Charaktere freischalten. Vielleicht ist es die Biografie oder so, ich weiß es nicht, oder nur ein Bild. Was haben wir hier noch? Konzeptart, 8 Zeichnungen, ja cool. Skizzen, Bleistiftzeichnungen, Hintergrundbilder, kommen überall nicht rein. Sogar Musik, okay. TV-Illustrationen, vielleicht hat das ja was mit der Comicserie zu tun. Wir haben schon 600.000 Taler. Das sind ja Taler, das sind keine Dollar, auch wenn es so aussieht. Weil in Entenhausen gibt's Kreuzer und Taler. Das hier sind alles Taler, würde ich sagen. Oh yeah. Ist das nicht geil hier? Da können wir sogar hier drinnen schwimmen, ey. Das ist echt geil. Komm, ich spring noch einmal rein und dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Oh Gott, ich spring noch mal hier runter. Boah, das ist ja echt geil hier. Also das gab es, glaube ich, nicht in der originalen Version. Ich habe da ja ein bisschen was gesehen gehabt von dem originalen, aber... Ja, da... Oh. Ich wollte ja hochgehen. Komm, hoch. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir beim nächsten Mal in den, was haben wir da? Amazonas, oder? Ja, genau, den Amazonas. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.